Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pescado TV. Heute werden wir uns mit dem Kunstbuch vom EFI beschäftigen, also unserer Schule, und werden dazu ein Interview mit Herrn Goldkuhle machen, denn der hat das Ganze begleitet. Dann werden wir jetzt mal starten. Herr Goldkuhle, Sie haben ja mit Schülern zusammen dieses Projekt gemacht und vor allem sehr viel mitgeholfen und natürlich waren Sie auch sozusagen die Bezugsperson für die Schüler in dem Fall. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal ein Interview mit ihm machen und Ihnen ein paar Fragen stellen. Fangen wir doch mal mit der ersten direkt an. Und zwar, wie kam es denn zu dem recht einfachen Titel Kunstbuch, Bilder und Texte aus dem Kunstunterricht? Ich denke, dass ein Schulfach irgendwie eine relativ nüchterne Sache ist. Ja? Das ist insofern auch kein Kunstprojekt oder so, sondern es ist wirklich das, was sich in 23 Jahren in diesem Fach angesammelt hat. Und ich wollte es irgendwie jetzt nicht mit einem poetischen Titel versehen oder so, als wäre es jetzt irgendwie, es ist tatsächlich, es konzentriert sich darauf, was sozusagen an substanziellen Ergebnissen in dieser Zeit sich bei mir angesammelt hat. Und die Schüler waren daran auch nur insofern beteiligt, als dass es alles authentische Zeugnisse von Schülern sind, praktische und theoretische, aber zusammengestellt habe ich es. Und ich habe mich hier bei der Wirkung, um darauf aufmerksam zu machen, dass es vielleicht nicht so das ganz Übliche ist, auch auf diese Wirkung des Bildes, was mir sehr gut gefällt, verlassen, weil das ja vielleicht Leute, die sensibel sind, sich für Kunst interessieren, erstmal interessiert. Das sieht jetzt nicht erstmal im ersten Moment aus wie eine typische Schülerarbeit. Okay. Ja. Nun zur zweiten Frage. Wie haben Sie es denn geschafft, diese sehr unabhängig voneinander aufgenommenen Bilder oder halt, was Sie so entdeckt haben im Kunstunterricht oder auch die Hausaufgaben vielleicht, wo Sie sich so dachten, ja, das sieht halt wirklich aus wie von einem richtigen Künstler, wie von einem richtigen Fotografen. Wie haben Sie es geschafft, diese Abfolge so perfekt zu machen, dass es wirklich so aussieht, als wenn es so ein gewolltes Buch ist, dass Sie sich so dazu dann Verschiedenes halt schon gemacht haben für das Buch, sondern es war ja genau andersrum. Sie haben sozusagen dann sich entschieden, diese verschiedenen Ergebnisse in das Buch mit reinzupacken und es nicht für das Buch zu machen. Wie haben Sie es geschafft? Also danke, dass du denkst, ich hätte das geschafft. Das war natürlich eine tolle Möglichkeit, dieses Buch machen zu können, das Geld dafür zur Verfügung zu haben. Und da ich jetzt gerade gestern zufällig im Übrigen 65 geworden bin und die Rente in die Nähe rückt, war das für mich auch so eine Herzensangelegenheit, zu zeigen, was mich wirklich in diesen 23 Jahren berührt hat. Wobei ich auch sagen muss, dass das mir beim Machen des Buches nochmal ganz anders bewusst geworden ist. Wie wichtig das auch für mich war, diese ganzen Dinge präsentiert zu bekommen in den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Ja, auch in dem Kunstbuch haben Sie auch sozusagen den Leitfaden auch vom EFI ein bisschen reingenommen, halt das Evangelische, auch die Andachten. Denn Sie haben ja auch den Satz aus einer Andacht, ich bin für eine Schule und dann Punkt, Punkt, Punkt. Da darf halt dann jeder Schüler ganz kreativ in einem inszenierten Foto sich auslassen. Und das haben Sie auf jeden Fall auch getan. Und was hat Sie jetzt sozusagen bewegt, das abzunehmen sozusagen von der Andacht, diesen Satz für das Buch dann? Na, das hat sich schlicht und ergreifend inhaltlich angeboten, weil wenn es darum geht, spontane inszenierte Fotos zu machen, sogenannte One-Minute-Sculptures nach einem österreichischen Künstler mit Namen Erwin Wurm, der damit sehr erfolgreich ist, dann sollte das Thema vielleicht etwas sein, was die Schüler betrifft, was aus ihrem Lebenszusammenhang stammt. Und dann haben sich diese Sätze einfach angeboten, weil die von Schülern stammen und Schüler Wünsche und Träume und Fantasien ausdrücken und es hat ja auch funktioniert. Was ja auch sehr faszinierend an dem ganzen Kunstbuch ist, dass Sie aus den Arbeiten der Schüler, aus Hausaufgaben, Klausuren und sonstigen halt auch, ich denke mal, Unterrichtsmaterialien vielleicht
der Schüler das Buch gemacht haben und vor allem aus jeglichen Altersstufen. Wie haben Sie diese Idee sozusagen dann gehabt, also dass Sie das dann, was Sie besonders interessant finden, in das Buch mit reinpacken oder halt daraus ein Buch dann erst machen werden? Also dieses Zusammenstellen von Inhalten ist etwas, was mich sowieso immer schon begleitet und fasziniert, weil ich selber auch so serielle Dinge mache. Also das heißt, zu einem Thema verschiedene Sachen und vor diesem Buch zwei Bücher selber zusammengestellt habe. Und da geht es natürlich irgendwie auch um so eine Gesamtkomposition, um Rhythmus, um Stimmigkeit, um irgendwie, dass es spannend bleibt. Und das macht mir einfach Spaß. Das ist irgendwas, was ich oft schon gemacht habe, auch bei den Festschriften versucht habe. Und jetzt hatte ich so ein Füllhorn von Material nach 23 Jahren. Das habe ich im Übrigen auch nicht auf irgendein Buch hingesammelt, sondern das hat sich einfach so angesammelt. Da waren Sachen, die mich sehr berührt haben und die ich einfach aufgehoben habe. Und jetzt hatte ich, also ich hätte, das Buch hätte auch dreimal so dick sein können von der Fülle des Materials her, aber ich habe halt versucht, so wesentliche Eckpunkte da unterzubringen. Also Herr Gautkuhle, man merkt auf jeden Fall, Sie sind ein Lehrer, der beschäftigt sich mit den Schülern, mit den Sachen, die dann bei rauskommen, bei den Aufgaben, bei ganz verschiedenen Dingen. Und da möchte ich Ihnen auch nochmal einen sehr großen Lob aussprechen. Das ist ein wirklich sehr, sehr tolles Buch geworden. Und da möchte ich mich bedanken für das Interview und die Vorstellung des Buches. Und genau, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich kann auch an dieser Stelle nur noch Danke sagen für dieses charmante Interview. Danke, ja. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von dem Kunstbuch unserer Schule und von Herrn Gautkuhle. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ja.